Wir beide pflegen unter uns, glaube ich, sehr das offene Wort. Sie haben eben gesagt, Sie sehen keinen Zwang, Bürger, die heute hier nicht waren, hierher zu holen. Ehrlich gesagt, über so eine Aussage bin ich schockiert. Ich finde das hochproblematisch. Sie sind jetzt seit gut einem Jahr hier, sodass Sie nicht Schuld daran haben, dass die Stadt so aussieht, wie sie aussieht. Aber die Bürger erleben eine leere Altstadt. Sie erleben ganz aktuell die Langgasse im freien Fall, die Bahnhofstraße schon länger, Karl-Kellner-Ring auch. Sie erleben, dass die Politik an dieser Stelle zum Teil tatenlos zugeguckt hat. Wir wurden mehrfach als Bürger eingeladen mitzumachen. Der Herr Schwarz hat bei der ersten Bürgerbeteiligung gesagt, was wird das hier? Wird das so enden wie die Male zuvor? Ich finde, mit dieser Frage hat er damals sehr recht gehabt. Jetzt sind wir an einem sehr entscheidenden Punkt, wo Sie ein gutes Papier mit auf den Weg gebracht haben. Das ist auch Ihr Verdienst, das ist gut. Wo die Bürger auch mitmachen wollen. Ich sag mal, es ist nicht gut gelaufen, die ganze Frage, wie die Bürger angesprochen wurden, um mitzumachen. Das ist schon thematisiert worden. Eine Woche Ladungsfrist, selbst der Kaninchenzüchterverein hat keine Ladungsfrist von einer Woche, wenn es um Mitgliederversammlung geht. Es ist ein dickes Papier, es ist für die, die es nicht geübt sind, ein schwer zu lesendes Papier mit einer Thematik, mit der sie sich nicht auskennen. Es geht, Sie haben, und Herr Detter hat das auch gesagt, wir leben in einer Welt, die sich sehr verändert hat. Und die Veränderung in dieser Welt heißt, dass wir nicht mehr die Rudel, sondern den Schwarm haben. Rudel steht für hierarchisch von unten nach oben strukturiert, bezogen auf eine Stadt, da ist der Oberbürgermeister und dann geht das immer weiter runter und in der Kette ist ganz unten der Bürger. Im Zeitalter von Internet, Sie haben ja Ihre Kritik am Internet und ich bin jetzt auch nicht groß der Freund mit allem, von allem, wo ein Kabel dran ist. Aber das, was das Internet ermöglicht, ist, dass es den Abschied von einem Rudel hin zum Schwarm gibt. Und dieser Schwarm ist mächtig. Und dieser Schwarm ist auch nicht dumm. Die Bürger kennen sich in ihrer Stadt gut aus. Sie gehen durch die Stadt, sie erleben ihre Stadt, sie sprechen miteinander. Und das vermisse ich ja auch, und das habe ich auch immer wieder angemahnt, dass es vielleicht ganz gut wäre, Anwesende immer ausgenommen, mal häufiger durch die Stadt zu gehen und zu sehen und zu erleben, wie das erlebt wird, etc., mit den Leuten zu sprechen. Nutzen Sie doch dieses Potenzial. Haben Sie keine Angst vor den Bürgern. Die Bürger wollen den Politikern nichts, sie wollen der Verwaltung nichts. Das, was sie wollen, und wir haben den Arbeitskreis Stadtentwicklung, und der ist sehr, sehr heterogen. Da von einer Seite zur anderen, wir sind uns wirklich nicht einig bei den Sachen. Aber das, was uns alle eint, Herr Schwarz sagt jetzt, er liebt nur seine Frau, aber das, was uns alle eint, ist, dass wir Wetzlar lieben und dass wir möchten, dass Wetzlar weiter nach vorne kommt. Und wir stehen doch an einer Stelle demografischer Wandel, Integration, wo die Herausforderungen uns nicht nur angucken im Moment wegen der schlechten Situation in der Stadt, Bahnhofstraße und so weiter, ich habe es gesagt, sondern das, was uns noch bevorsteht. Und wenn Sie wollen, Herr Semmler, dann haben Sie heute 50 Mitarbeiter neu gewonnen. Und Frau Lena Schwarz hat gesagt, Sie haben ja häufiger angeführt, welche Probleme Sie mit Überstunden haben. Die wollen nicht mal Geld. Aber wir sind doch auf einem guten Weg. Ja, Professor Erbach, erstaunt über die Beschwerden. An der Stelle sage ich wiederum herzlich Danke für die Zuarbeit. Die Erwartungen von denen, die zuarbeiten, sind selbstverständlich so, dass das, was zugearbeitet wird, katalogisiert, in Form gebracht, diskutiert und am Ende im politischen Raum beschlossen und umgesetzt wird. Und ich habe von Begrenztheit heute Morgen gesprochen und ich habe auch davon gesprochen, dass diese Begrenztheit nicht nur in der Zuarbeit, sondern insbesondere im Rathaus in der Abarbeit liegt. Das will ich an der Stelle nochmal sagen. Und soweit sage ich herzlich Dank für das Angebot. Ich gehe davon aus, dass niemand wirklich bis jetzt, der näher mit mir zu tun hatte, den wirklichen Eindruck hat,
oder haben kann, dass ich Angst vor Bürgern hätte. Das ist dann wirklich sehr ferne. Ich habe nicht mal Angst vor den Dingen, die oberhalb meiner Begrenztheit liegen. Das ist aber durchaus so, dass ich darauf hinweise, dass ich Begrenztheit habe. Und das bedauere ich manchmal, ich akzeptiere es aber. Wir sind wieder außerhalb dessen, was zum sachlichen Abarbeiten gehört. Wir sind wieder am Stil und an den Organisationsfragen. Ich werde das selbstverständlich gerne mitnehmen, werde das auch im politischen Raum thematisieren. Und ich sage Ihnen auch, das ist nur zu leisten mit Manpower zusätzlicher Art im Haus. Und ich werde es thematisieren. Wir werden sehen, wie die Politik das entscheiden wird. Gibt es zum Thema an sich, zu den Inhalten, die im Konzept vorgestellt worden sind, noch Fragen, Anregungen, Hinweise? Das ist, wenn ich das richtig sehe, nicht der Fall. Dann will ich dazu übergehen, wenn ich das richtig im Gedächtnis habe, ist dann das Schlusswort dran. Und damit ich. Ich will zunächst herzlich Danke sagen für jeden, der heute tagsüber hier war, phasenweise oder stundenweise, und insbesondere all Ihnen allen, die Sie geblieben sind bis jetzt. Und nicht nur geblieben sind, sondern dass Sie aktiv, kritisch diesen Prozess, der angefangen hat, begleitet haben, begleiten und ich bin sicher auch begleiten werden. Ich bin dankbar dafür. Ich sage Ihnen als Bürgerin, Bürger oder auch Einwohner herzlich Danke dafür, den Interessenvertretern, auch den Gremienmitgliedern, die hier sind als Bürger. Herr Daniels, Ihnen mit Ihrem Team für das, was Sie bisher produziert haben, was Sie zusammengetragen haben, ein herzliches Dankeschön. Ich bin sicher, es wird der Stadt nicht nur für einen Moment gut tun, sondern nachhaltig eine Basis gelegt haben und legen für die Qualität der Fortentwicklung. Herzlichen Dank dafür. Ich sage ganz herzlich Danke meinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, ob in meinem Dezernat oder auch außerhalb meines Dezernates, und nicht nur dafür, dass sie heute an diesem Samstag geholfen haben, dass das ordentlich abgearbeitet und durchlebt werden konnte, sondern für die Vorbereitung, für die vielen Gespräche, auch Frustrationsmomente in der Vergangenheit. Ich danke Ihnen für die Nacharbeit und das wohlmeinende und auch, ich bin sicher, gut gelingende Voranarbeiten im Interesse unserer Stadt. Auch den Medienvertretern, die im Laufe des Tages hier waren, Herr Menz, Sie sind aktuell noch da, sage ich Danke für die Schaffung der Öffentlichkeit und auch kritische Begleitung. Damit meine ich nicht nur Kritik im Interesse oder im Sinne von unangenehm, sondern von tatsächlich kritischem Betrachten und auch hier und da zerpflücken einzelner Dinge. Das, was Sie im Kommentar von gestern angesprochen haben, hatte ich heute Morgen schon mal kurz erwähnt. Herzlichen Dank auch für die Arbeit des Hinaustragens von heute. Zu den Themen der
Ja, organisatorischen Abläufe habe ich vorhin bereits Ihnen die ein oder anderen Zusage oder sage ich vielleicht besser einen Zuruf gemacht. Ich will an dieser Stelle nochmal besonders darauf hinweisen, dass dieses Konzept eine Grundlage darstellt für das, was zukünftig in unserer Stadt planungsrechtlich passieren soll. Und verweise an dieser Stelle auf die vorletzte Seite in dem Papier, was Sie bekommen haben, Phase 3 Ausblick. Dort ist nochmal besonders erwähnt, welch einen Stellenwert dieses Papier hat. Ich will nur den ersten kurz anweisen, damit deutlich wird, was ich meine damit. Dort heißt es, das ISEC ist ein flexibler Planungsrahmen, der sich an unvorhersehbare Veränderungen anpassen können muss. Es ist keine Wunschliste und damit eine Grundlage für die zweite und weitere Phasen. Wir haben gemeinsam einen Prozess begonnen mit weiten Zielen. Lassen Sie uns im Interesse unserer Stadt beständig in aller Sachlichkeit und Akzeptanz für Machbares und auch im Respekt vor bestehenden Grenzen miteinander auf diese Ziele hin ausgerichtet sein. John Maxwell hat gesagt, wenn in der Zukunft Hoffnung liegt, dann liegt in der Gegenwart auch Kraft. Das ist das, was ich uns wünsche. In diesem Sinne, Glück auf. Applaus